So, nachdem wir uns die einzelnen Quelltexte angeschaut haben und wo was ist in den Quelltexten, gucken wir uns jetzt mal an, wie funktioniert im Trios die Kommunikation zwischen den einzelnen Chips. Dazu muss man jetzt erstmal klar sehen, dass die Prämisse von Trios bei mir von Anfang an war und nach wie vor auch ist, so viel wie möglich in Spin zu programmieren. Man kann da natürlich auch viel in Assembler machen und das auch stark beschleunigen. Aber ich denke, es ist eine gute Idee, als kleinster gemeinsamer Nenner so ein kleines Betriebssystem zu haben wie Trios, welches halt in Spin programmiert. Weil an Spin kommt man halt einfach mit dem Propeller-Chip nicht dran vorbei. Ja, also Spin gehört wie zum Propeller-Chip wie Senf zur Bockwurst. Ne? Und es macht auch wirklich Spaß, in Spin zu programmieren, und es ist ein guter Einstieg. Man kann nicht sowas verstehen und so einen Einstieg machen in Assembler. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja? Dann verzichtet man doch lieber auf ein bisschen Leistung, aber es ist übersichtlicher und einfacher. Und Spin, so langsam ist es nicht. Ja? Also Spin ist wahrscheinlich so schnell nativ ausgeführt, wie in Z80 mit 4 MHz in Assembler. Ja. Ja. Natürlich ist Assembler dann nochmal um den Faktor 50 bis 100 Mal schneller. Aber das würde ich immer als extra System realisieren, so wie ich das mit Mental zum Beispiel mache. Ja, man kann ja unter Trios Mental einfach laden. Mit dem M-Kommando kann man Mental laden und das M-Kommando lädt dann in alle drei Propeller-Chips einen eigenen Code und schon hat man die totale Gehirnwäsche. Ja. Und das, ich denke, das ist der Weg. Spin als gemeinsame Basis. So, Kommunikation. Die Kommunikation prinzipiell ist ja programmiert bei dem Propeller-Chip. Ja, das muss man verstehen. Habe ich hier noch ein Bild? Ich muss mal gucken. Das ist ja unsere Übersicht, wie wir sie am Anfang mal gezeichnet haben bei dem Aufbaututorial. Ja, wir haben hier oben Regnatix und Regnatix ist der Master und die anderen beiden Chips sind die Slaves und genau so läuft die Kommunikation ab. Ja, Regnatix sagt, was Fakt ist und die beiden lauschen, was kommt. Ja, das heißt, Bellatrix zum Beispiel, da ist das Keyboard dran. Also kann Regnatix anfragen bei Bellatrix, bitte mal Funktion Nummer XY ausführen. Und diese Funktion XY ist dann Keyboard abfragen und dann sendet Bellatrix halt den Keyboard-Code zurück. Und so in der Art und Weise funktionieren alle Funktionen. Ja? Das werden wir uns jetzt mal kurz anschauen, wie das im Einzelnen stattfindet und wo man es findet in den Quelltexten. Ja, dass man selber mal ein bisschen rumschnorcheln kann. Unabhängig davon möchte ich empfehlen, die zwei Tutorials, die wir auf der Webseite haben, ich sause mal rüber, hfproject.de. Dort gibt es neben dem Tutorial Build Your Hive, gibt es das Tutorial Build Your OS, Bellatrix Code und Build Your OS Regnatix Code. Und diese beiden Tutorials sind wirklich gut als Einstieg, denke ich mal, vermute ich mal. Probiert es selber aus. Andere haben es schon ausprobiert, haben mir berichtet, es funktioniert so. Man kann damit arbeiten. Gerade Build Your OS Bellatrix Code kann man theoretisch sogar ausführen, während man den Hive aufbaut. Ich weiß, man ist dann immer so ein bisschen ungeduldig. Man möchte dann natürlich nicht erst ewig experimentieren, ja. Aber gut, was beinhalten diese beiden Tutorials? Bei Bellatrix Code bewegen wir uns nur auf Bellatrix. Das heißt, wir verwenden ein Board. Gucken wir mal rein. Ich glaube, da habe ich auch Bilder. Ich habe es den Bellatrix Computer genannt. Ja, hier habe ich mal ein Bild von meinem ersten Prototypen. So habe ich den aufgebaut. Ja, Lochrasterplatine und der erste Chip. War Bellatrix drauf. Ja? Stromversorgung, Host-Interface, Bellatrix, VGA, PS2. Und schon hat man den Bellatrix-Computer. Ja? Wie sieht der aus?
Man hat. Nö, das ist er nicht. Wo ist er? Naja, habe ich jetzt kein Bild hier. Hier wäre der Bellatrix-Computer. Ja. Man hat den Propellerchip mit RAM, ROM und I/O. Man hat EEPROM extern dran als quasi Massenspeicher. Keine SD-Karte, aber wenigstens ein Flash. Man hat ein Keyboard und man hat VGA. Theoretisch hat man hier noch Maus und ein TV, aber das Tutorial beschränkt sich jetzt auf Keyboard und VGA. Ja, und genauso hat man das ja beim Aufbau. Hier ist mal das Foto vom Aufbau. Man hat, ich weiß nicht, welche Folge das ist. Habe ich das hier irgendwo geschrieben? Bla bla bla. Nö. Ja, ne, ihr kriegt selber raus. Hat man ja diese Phase, wo man dann den Bellatrix-Chip eingelötet hat. Man hat Videobuchse, PS2-Buchsen, VGA-Buchse, ja, Stromversorgung, Host-Interface und schon hat man den Bellatrix-Computer. Ach ja, das fällt mir jetzt gerade ein, dass, weil wir das gesehen haben, dass das hier in dieser Aufbauphase gerade dieser Bellatrix-Computer fertig ist. Man kann dieses Tutorial natürlich auch völlig problemlos mit dem fertigen Hive machen. Also wenn alle drei Chips bestückt sind. Dieses Bild soll jetzt nur verdeutlichen, dass man eigentlich nur Bellatrix verwenden, das andere nicht. Im Text ist das nochmal beschrieben. Ja, bla bla bla, Hinweis. Wenn jemand seinen Hive schon aufgebaut hat, ist es sinnvoll, Regnatix und Administrator vorerst zu deaktivieren, indem der Code PropDisableSpin aus dem Archiv bla 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 in die EEPROMs geflasht wird. Wir kennen das ja, das ist jener Code, wo, wenn man das in die anderen beiden Props flashen, beziehungsweise ihre Flash-Speicher, dann ist es so, dass nur das Heartbeat-LED von diesen Propeller-Chips langsam blinkt, aber die Chips selber völlig inaktiv sind. Also man schaltet einfach mit diesem Code diese zwei Chips inaktiv und kann dann mit dem Bellatrix-Computer experimentieren, genau dieses Tutorial durchführen. Also man muss das nicht beim Aufbau machen, man kann das jederzeit später machen. Gilt auch für das andere Tutorial, genau in derselben Art und Weise. Und jetzt kann man in diesem Tutorial noch mal ein bisschen intensiver lernen, wie kriege ich ein Programm rüber? Wie programmiere ich in Spin? Was gibt es dort so? Ja? Hier am Anfang vergleiche ich, erkläre ich auch so ein bisschen mit Mikrocontroller. Was ist so der Unterschied zu einer normalen CPU? Ja, ich vergleiche das hier auch mal mit so einem klassischen Homecomputer. Das ist das Board von einem Atari 800 XL. Ja, was haben wir da für eine Leistungsfähigkeit? Und hier haben wir mal das Board, den Chip von dem Propeller-Chip. Ja, und da kann man sich alles mal ein bisschen reinsaugen. Und dann kommen hier die Quelltexte. Wir haben mal. Der erste praktische Abschnitt, erste Lebenszeichen. Da werden wir, was machen wir hier? Ich gucke mal. Ach, wir printen irgendwas auf dem Bildschirm aus. Keine Ahnung, was ist real. Hier gibt es ein Download-Paket dazu und da wird das alles ein bisschen genauer erklärt. Ja, da gibt es noch eine zweite und eine dritte Seite. Ja, hier die einzelnen Tasten im Compiler, dann die entsprechende Screenshots, hier die ersten Ausschriften auf dem Bildschirm, ja, und hier dann ein paar Links auch zu Wikipedia. Also, das geht dann weiter bis hin zu, haben wir Seite 3, wie weit kommen wir? Mehrzeilig, also mit Zeilenwechsel dann und Scrolling, Tastatur und VGA, und dann haben wir zum Schluss haben wir Freestyle. Das sind so ein paar Demos, wo man ein bisschen rumspielen kann, dann einfach mit diesem Bellatrix-Computer. Das wäre so das erste Tutorial und das zweite Tutorial. Regnatix-Code. Da sehen wir gleich hier in der ersten Abbildung, worum es geht. Wir haben im ersten Tutorial haben wir den Bellatrix-Computer und im zweiten Tutorial nehmen wir nun zu diesem Bellatrix-Computer zu Bellatrix den Regnatix-Chip dazu und kommunizieren. Es geht dort also darum, wie reden diese Chips miteinander. Also einfach mal durcharbeiten. Hier sind dann auch wirklich diese einzelnen Sachen
genauer betrachtet. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, auch mit Programmbeispielen, und da gibt es auch ein Download-Paket, ja, und, wie der RAM angebunden ist, wie das Busprotokoll funktioniert. Wir gucken da gleich mal ein bisschen näher rein, aber man kann es auch wirklich stückweise einfach mal selber durchgehen. Ja, diese beiden Tutorials lege ich euch wirklich ans Herz, lohnt sich. So, und was waren nun diese ersten Sachen, die ich gemacht habe, nachdem ich dann ja auch auf meiner Lochrasterplatine, auf dem Prototypen, als ich direkt Natix mit Bellatrix gekoppelt habe? Natürlich, als erstes habe ich mal Zeichen ausgegeben. Bellatrix hat eine Bildschirmsteuerung gehabt und konnte Zeichen ausgeben. Also habe ich über den Bus von Regnatix aus Zeichen rübergesendet und die erschienen auf dem Bildschirm. Ja, cool, ja. Und damit konnte man auch schon das Busprotokoll irgendwo testen. Und in einem zweiten Schritt habe ich dann eine Funktion von Bellatrix abgefragt. Ja, ich habe also nicht nur was zu Bellatrix gesendet, sondern ich habe einen Funktionscode rüber gesendet. Bitte zeig mir mal, Regnatix hat dann quasi gesagt, bitte Bellatrix, sende mir mal den Keyboardcode. Also die Taste, welche Taste ist gedrückt? Ja? Und dann habe ich ein kleines Programmchen natürlich geschrieben, was diese Taste abfragt und dann wieder zurücksendet zu Bellatrix, um es auf dem Bildschirm auszugeben. Das sind so die primitivsten, einfachsten Demos, die man dann so programmiert, auf der Werkbank mehr oder weniger. Ja. Was sind die grundlegenden Routinen dabei? Das ist die Routine zum Senden und zum Empfangen von einem Byte. Das sind so die grundlegenden Sachen. Ja. Und da gucken wir mal ein bisschen rein. Hier ist das auch noch mal ein bisschen genauer erklärt. Wir haben drei Signalarten in so einem System eigentlich, in so einem rechnerähnlichen System. Einen Datenbus, einen Adressbus und einen Steuerbus. Ne? Hier ist dann noch mal aufgeführt, was für Leitungen sind das konkret. Ja. Und hier ist das mal ganz konkret aus der Schaltung quasi ein Auszug gemacht. So sieht physisch die Verbindung zwischen Regnatix und Bellatrix aus. Administra ist hier mal weggelassen. Grün ist der Datenbus, ja, das ist unsere Leitung von D0 bis D7. Ja, die gehen hier ebenfalls bei Bellatrix an D0 bis D7 an Administra genauso. Ich habe es hier bloß weggelassen, um es einfach zu halten. Ja. Blau ist der Adressbus. Wir haben hier an Regnatix einen Adressbus von A0 bis A10 und dann doppelt belegt für so ein Register-Latch von A10, A11 bis A, gehen wir weg hier, bis A18. Ja, und das heißt, ein Teil, das wird Multiplex-Adresse ausgegeben, ein Teil wird gelatcht. Ja, aber das ist die Adresse für den RAM-Bereich, für den externen RAM, der an Regnatix hängt. Ja. Haben wir das noch hier? Wir haben ja hier unseren RAM, den wir hier an Regnatix dranhängen haben. Ja, diese 2x512 Kilobyte RAM. Ja. Und die anderen Chips, Bellatrix und Administra, werden auch adressiert. Allerdings wird diese Adresse, ich wollte es ja so einfach wie möglich halten, vom Hardwareaufwand wird dort nicht die Adresse direkt dekodiert, sondern es wird intern per Software schon dekodiert. Und es gibt hier ein Select-Signal für Propeller 1 und ein Select-Signal für Propeller 2. Hier, P2 ist low aktiv. Die blaue Leitung geht dann zu der Select-Leitung von Bellatrix. Beim klassischen Schaltkreis ist das Chip-Select. Ja? Also ein Low auf dieser Leitung zeigt Bellatrix an, ich will mit dir reden. Ja? Und wenn jetzt eine Kommunikation stattfindet zwischen diesen beiden Schaltkreisen, dann wird Regnatix diese Select-Leitung auf Low ziehen. Die ist normalerweise high, da sind auch so eine Pull-up-Widerstände dran, das ist hier alles nicht eingezeichnet. Ja? Und Bellatrix weiß, aha, ich bin gemeint. Und empfängt dann ein Byte, ein Kommandobyte über den Datenbus. Ja, also Regnatix sendet dann was rum. Man muss natürlich sehen, das sind ganz normale I/O-Ports, D0 bis D7.
ja, an beiden Chips. Das heißt, wenn Regnatix einen Code abfragt und einen Byte rübersendet, muss Regnatix natürlich dieses Port auf Ausgabe schalten. Und Bellatrix hat dieses Port eh standardmäßig erstmal als Slave auf Eingabe geschalten, weil es eh erstmal nur lauscht und empfängt. Ja? So, und empfängt dann den Funktionscode und entsprechend dem Funktionscode, je nachdem, was das für eine Nummer ist, führt er dann eine entsprechende Funktion aus. Wenn das eine entsprechende Nummer ist, wird Bellatrix dann zurücksenden, die meinetwegen den Keyboard-Code. Welche Taste wurde gedrückt? Ja. Dazu muss dann Bellatrix wirklich auch manuell in dieser Routine, um ein Byte zu senden, das Port umprogrammieren auf Ausgabe für eine definiert lange Zeit und Regnatix programmiert dann auf Eingabe. Und dieses Signalspiel, wann wer was umprogrammiert und sendet und empfängt, dafür gibt es dann noch hier in Rot diese Steuerbussignale. Ja, da haben wir ein Clock-Signal, da haben wir ein Write-Signal und ein Handshake-Signal. Ja. Und jetzt hat man so ein, gibt es hier auch so ein passendes Taktdiagramm. Hier sind diese Routinen, um genau, wenn man reinschaut, gucken wir mal, einsenden, Patcher, um ein Zeichen zu senden. Welches ist das? Das ist der Regnatix-Code. Ja? Und der Bellatrix-Code passend dazu, um ein Zeichen zu empfangen. Es geht ja hier bei dem ersten Beispiel darum, dass Regnatix was sendet und Bellatrix empfängt das und bringt das dann auf den Bildschirm. Ja? Hier oben sehen wir das auch. Halt Bellatrix-Code hier. Repeat, also eine endlose Schleife. Und er gibt Printchar das aus, was er mit Getchar eingelesen hat am Bus. Ja? Und diese Sequenz, die hier ist, definiert genau dieses Signalspiel auf dem Bus. Und dafür gibt es hier unten nochmal diese beiden Diagramme. Ich glaube, die habe ich abgespeichert, dass wir uns besser anschauen können. Jawohl, hier. Aha. Busdiagramm Byte senden. Ja, hier sendet Regnatix ein Byte. Da sieht man genau, was eben passiert. Ja, Regnatix legt mit dem Befehl out A M1. M1 ist dann... jetzt habe ich es verschoben hier. M1 ist, wenn wir da mal schauen, ist so ein Statusregister. M1 hier, welches entsprechende Steuersignale auf 0 oder 1 setzt. Hier sind die nochmal einzeln aufgeschlüsselt. Ja. Und mit M1 wird halt Prop 2, was Bellatrix ist, auf 0 gezogen. Damit weiß Prop schon mal, aha, ich bin gemeint. Dann legt Regnatix das Byte an den Datenbus-Pins an, je nachdem was, ne? Und aktiviert die Clock-Flanke. Also ein Glockenimpuls gegen High. Damit weiß Bellatrix, jetzt sind die Daten gültig. Ich bin gemeint mit Prop 2, mit dem Select-Signal. Und im zweiten Durchlauf dann, oder in zweiter Instanz dann durch dieses Clock-Signal, weiß er, jetzt sind die Daten gültig, jetzt kann ich die einlesen. Ja? Mit dieser Anweisung, Zeichen gleich in A7 bis 0, liest Bellatrix dieses Datenbyte ein und dann mit diesen beiden Ausgabeanweisungen auf dem Handshake-Bit erzeugt Bellatrix einen Low-Impuls auf Handshake und sagt, gut, ich habe die Daten empfangen. Ja? Und dann schaltet dementsprechend Regnatix den Bus wieder normal um und so weiter und so fort. Ja? Und ähnlich gibt es das auch zum Byte-Empfang. Das ist jetzt von Regnatix aus gesehen. Ja? Ja. So ist dieses Busdiagramm aufgebaut. Ja. So, und jetzt schauen wir uns das mal im iOS an, beziehungsweise in dem Code für Administra und Bellatrix.
So, wo haben wir es? Trios. So, für Regnatix finden wir es natürlich im iOS, diese Routine. Laden wir erstmal rein. Aha. Falten wir mal zusammen. Für Bellatrix haben wir das in Bellflash, beziehungsweise dort ist diese Funktion ausgelagert. Wenn wir hier reinschauen, Busketcher, holt er das aus dem Objekt. Wir gucken mal, Objekt, Objekt Bus ist ein Objekt, was wir in Libraries haben. Das haben wir wahrscheinlich ausgelagert, weil wir dieselbe Funktion, die Busfunktion auch in TV und VGA verwenden und dann macht es ja Sinn, das auszulagern und als Objekt einzubinden. Holen wir uns mal rein. Bell, ja, wo ist es? Bell Bus, hier. So, klappen wir zu. Wir haben hier oben diese Signaldefinition, einmal diese Maske, IO-Maske für programmiere den Datenbus auf Eingabe und einmal für, lass offen hier, und einmal programmiere für Ausgabe und dann die einzelnen Statis, ja, Busblock gleich 1, Busblock 0 und so weiter und so fort. Ja, hier oben ist es nochmal ein bisschen beschriftet, dann die einzelnen Signale. Und hier finden wir dann genau unsere beiden Routinen, Putcher und Getcher, um ein Zeichen zu senden und zu empfangen. Ja? Und das sind, wir gucken mal im iOS, dort müssten wir das auch finden. Wir haben hier Administra, wir müssen mal hier Regnatix gucken, hier kommt Bellatrix. Und hier kommt Regnatix und hier kommen die Busroutinen und hier haben wir Putcher 1. Ja? Und dann gibt es hier natürlich noch einen Putcher 2. Putcher 1 ist zu Administra ein Zeichen senden und Putcher 2 ist zu Bellatrix ein Zeichen senden. Heute würde ich das anders programmieren, muss ich dazu sagen, würde ich wahrscheinlich eine Routine machen und das parametrisieren. Ja? Also einen Parameter übergeben, an welchen Chip das gesendet werden soll. Ja, damals habe ich es, das ist noch so ein bisschen der Werkstattcode und hat so überdauert und ist jetzt natürlich in allerlei Software schon ein bisschen verwoben, ist ein bisschen schwierig zu ändern. Ne? Aber hier haben wir diese Routine halt, Putcher und passend dazu Getcher. Ne? Und alle anderen Routinen, ja, also wenn ich einen Putcher habe, gibt es natürlich auch noch ein Put-Wort. Und ein Putlong basieren natürlich auf Putcher. Ja? Warum? Weil wir haben einen 8-Bit-Bus und alles basiert natürlich darauf, über diesen 8-Bit-Bus ein 8-Bit-Zeichen in Byte zu übertragen. Und wenn ich einen Wert übertrage, setze ich das zusammen aus der Übertragung von 2 Bytes und wenn ich einen Long übertrage, also 32-Bit, dann übertrage ich da halt mit 4 mal Putcher 2 die 4 Bytes. Ja. So. Und ganz analog finden wir das jetzt auch wieder in Administra. Da gucken wir einfach mal rein. Nach einer zu weit. Flash Administra ADM Flash Spin zuklappen. Und da finden wir hier Bus Putcher und Bus Getcher. Und alles andere basiert darauf. Das sind die zwei grundlegenden Routinen in jedem Chip. Über den 8-Bit-Bus ein Zeichen empfangen und ein Zeichen senden. So, und wie läuft es nun mit den Slaves? Die Slaves, wir können ja gleich mal mit Administra anfangen. Wenn wir hier in die Main-Routine reingucken, was macht er? Er initialisiert den Chip und dann hat er eine Endlosschleife. Dieses Repeat ist wirklich endlos. Wenn wir hier unten hingucken, gibt es hier also auch keine Abbruchbedingung. Diese COG läuft endlos in dieser Schleife und sie empfängt. Sie lauert drauf, dass ein Zeichen zu ihr gesendet wird. Also, dass ein Zeichen zu Administra gesendet wird. Dieses Zeichen wird in der Variable CMD für Command gespeichert. Administra interpretiert also das Zeichen, was kommt, als Kommandocode. Ja? Und dann haben wir hier eine große Case Construction.
wo wir die einzelnen Kommandocodes unterscheiden. Man kann jetzt hier, könnt ihr jetzt reingucken, ihr wisst ja noch aus der anderen Source-Folge, wo wir die Quelltexte durchgeschaut haben, im LIP-Verzeichnis gibt es diese die Datei glob_con. LIP, gucken wir rein, glob_con, hier ist er. Dort sind diese ganzen Konstanten drin und wenn wir jetzt reingucken bei Administra-Funktion, haben wir hier zum Beispiel den Funktionscode A underline SD Mount, also SD Mounten. Ja, und das hätte den Code 1, SD Open Dir, hätte Kommando Code 2 und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt hier reingucken, A SD Mount finden wir das hier wieder. Also bei 1 würde er die Funktion Mount ausführen, bei 2 Open Dir und so weiter und so fort. Ja. So, und was dann in dieser Funktion passiert, ja, ob diese Funktion dann noch weitere Bytes überträgt, das ist dann der Funktion überlassen. Muss aber synchron sein mit dem, was im iOS steht. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja. Es gibt zwischen Administra und Bellatrix einen kleinen Unterschied. Administra interpretiert jedes Zeichen, was initial kommt, als Kommando. Und dann kommen entsprechende Parameter. Wenn die Parameter für so diese Funktion abgeschlossen sind, ist das nächste Byte wieder ein Kommando. Ja? Bei Bellatrix ist das anders. Warum ist das anders? Bei Bellatrix ist es so, dass dass 90% oder vielleicht sogar mehr der Datenübertragung zwischen Regnatix und Bellatrix Zeichen sind, die einfach auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Also Text. Ja, es ist ja wie eine Art Grafikchip und ich sende meinen Text rüber und der soll dargestellt werden. Deshalb ist in Bellatrix das so gelöst, um das nicht eine Kommandofunktion zu machen, printe mir jetzt mal so ein Zeichen aus oder irgendwas, ist es so gemacht, dass alles, was über 0 ist, wird als Zeichen definiert oder interpretiert und ausgegeben. Ne? Und wenn eine 0 kommt, dann folgt auf diese 0 ein Kommando. Und das finden wir hier auch. Ja, hier ist wieder diese Main-Funktion. Wir haben hier die Initialisierung des Subsystems. Wir haben hier eine Endlosschleife. Ne? Die ist also hier, hat keine Abbruchbedingung. Dann wird das erste Zeichen empfangen mit Bus Putcher, Getcher. Und wenn dieses Zeichen, if Char, bedeutet, wenn dieses Zeichen größer 0 ist, dann gibt dieses Zeichen auf dem Bildschirm aus. Ne? In allen anderen Fällen, und das wäre der Fall, dass dieses Zeichen 0 ist, das erste Zeichen 0 ist, dann folgt ein Kommandocode. Und dann holt er das nächste Zeichen und das ist ein Kommandocode. Und da haben wir hier wieder unsere Case-Konstruktion und diese einzelnen Funktionen, die wir aufrufen. Ne? So funktioniert das. Kleiner Unterschied zwischen den beiden Chips. Aber das Prinzip ist dasselbe und es ist wirklich ganz primitiv. Ja. Und wenn so ein Kommando kommt, ja, wir gucken mal wieder bei Administra rein, da ist das ein bisschen vielfältiger. Wenn so ein Kommando kommt, was können da für Parameter dranhängen? Kann dranhängen ein Byte. Zum Beispiel, ich frage bei Bellatrix den Tastencode ab, dann kommt ein Byte zurück. Ja, oder ein 16-Bit-Wert, ein Wort, ja, oder ein 32-Bit-Wert, 4 Bytes, oder ein String. Diese vier Varianten gibt es. Ne? Wir gucken uns jetzt mal so ein paar Beispiele durch. Ein Kommando ohne Parameter wäre das Reboot-Kommando, ja, was wir hier haben, bei Administra, und das gibt es genauso bei Bellatrix. Da wird einfach der Spin-Befehl Reboot ausgeführt. Da gibt es keinen Parameter, nix, bumm, aus, weg. Ja? So. Ein Beispiel, zum Beispiel, wenn was zurückgesendet wird, zum Beispiel ein Error-Code. Gucken wir mal die SD-Funktion durch. Die haben wir hier, die SD-Laufwerksfunktion. Ja? Da haben wir zum Beispiel die Funktion Mount. Also die SD-Karte mounten. Ja. Und hier
ist dann auch immer eine entsprechende Hilfe eingezeichnet. Zumindest bei Administra hatte ich mir diese Mühe gemacht. Hier ist das Protokoll aufgezeichnet, was passiert bei dieser Funktion. Es kommt das Kommando Byte 001, ja, und dann wird gesendet der Errorcode, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, dieses Put Error ist gesehen aus Sicht von Administra in dem Falle. Also Put, ich sende den Errorcode. Ja, und wenn wir jetzt hier reingucken, sehen wir das auch. Es wird gemountet und dann wird entweder, wird ein Errorcode gesendet, ja, und das war's. Da werden keine Parameter empfangen oder andere Parameter gesendet, ja. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, machen wir mal zu hier, die Funktion schreibe ein Zeichen in die geöffnete Datei. Ja, das hat den Kommandocode 007 und in dem Falle empfängt als nächstes Administrator das Zeichen und schreibt das Zeichen in die geöffnete Datei. Punkt aus. Wird nicht mal ein Errorcode zurückgegeben in dem Falle. Ja. Ein etwas komplexerer Fall wäre zum Beispiel Open, ja, um eine Datei zu öffnen. Weil wenn wir eine Datei öffnen, müssen wir sagen, in welchem Modus wollen wir diese Datei öffnen. Wollen wir an die Datei was anhängen? Wollen wir schreiben? Wollen wir lesen? Und wir müssen natürlich sagen, welche Datei wollen wir überhaupt öffnen? Ja? Und wir wollen einen Errorcode zurückhaben. Ja? Ja, denn wir wollen ja wissen, wenn wir eine Datei öffnen zum Lesen und die Datei gibt es nicht, wird die FAT-Engine sagen, nö, die Datei gibt es nicht. Dann sendet die FAT-Engine den Errorcode für File Not Found dann zurück. Ja? Und hier oben haben wir wieder dieses Protokoll. Ja? Da sehen wir ganz vorne, Funktionscode ist 004. Der wird empfangen, dann weiß Administrator, aha, Funktion open. Dann holt sich mit Get-Modus, holt sie sich einen 8-Bit-Wert und das ist der Modus. Und das ist nämlich ein alphanumerisches Zeichen. Ein A wäre anhängen, W wäre write, also schreiben und R wäre lesen. Als nächstes holt sich Administrator eine Zeichenkette, Sub-Get-String. Da gucken wir gleich mal rein, wie das aussieht. Und ganz zum Schluss sendet Administra den Errorcode. Ja? Gucken wir mal bei Sub-Get-String. Ah, Sub-Get-String hier oben, das ist schon so eine Unterfunktion, die aber auch einen gewissen Ablauf hat. Wir sehen hier, was passiert. Da gibt es auch wieder so ein Sub-Protokoll quasi. Ja? Und zwar wird kein nullterminierter String gesendet, sondern es wird als erstes ein Längenbyte empfangen. Wir empfangen jetzt in dem Falle einen String, ja, get die Dateilänge, 8-Bit, also der String kann dann dementsprechend auch maximal 256 Byte lang sein. Und dann kommen eine entsprechende Anzahl 8-Bit-Werte der Inhalt des Strings. Ja. Und genau das passiert hier. Ne? Wir empfangen das Ganze in so einen Textpuffer. Ja, der wird hier erstmal am Anfang gelöscht. Und dann empfängt er mit Getcher die Länge des Strings und eröffnet eine Repeat-Schleife bis zur Länge von 0 bis Länge minus 1 und empfängt dann die Zeichen und schreibt die in diesen Puffer mit Index. Und genau dasselbe müssten wir ja jetzt finden, wenn wir das jetzt, das ist ja nur so eine Subfunktion, aber bei oben, diesen Ablauf müssen wir jetzt genau so in der iOS finden. Und wenn wir jetzt reingucken, wir falten mal zu, gucken mal in den Administra-Funktionen, da gibt es SD oben hier. So, und wir sehen schon, dieser iOS-Funktion, übergeben wir einen Modus und eine String-Adresse. Ja? So, und hier sieht man schon das Bus-Protokoll. Stimmt die Nummer hier überhaupt immer ein? Kann ich da mal kontrollieren? Ja, ja, Funktionsnummer ist 004. Ja, das ist ein bisschen falsch. Eigentlich dürfte hier nur die 004 stehen, sondern man müsste hier diese Bezeichnung reinschreiben. ASD oben. Ja, wenn es richtig, wenn man. Ja. Aber das stammt aus alten Zeiten, wo ich das noch so fest verdrahtet habe. Ne?
Also wir senden, das ist die aus Sicht von dem IOS, von Regnatix. Wir senden die 004, senden den Modus, senden den Modus, senden einen String mit dem Filenamen und holen uns den Fehlercode. Ja? Und gucken wir mal. Den Code für oben. Ja, hier ist er dann wieder klar aus unserer Konstantendatei. Dann senden wir den Modus, den wir hier übergeben haben, bekommen haben in der Funktion. Ja. Dann senden wir die Länge von dem String, den wir übergeben bekommen haben. Ja. Das senden wir hier mit Putcher rüber. Und dann haben wir hier auch wieder so eine Repeat-Schleife von 0 bis Länge minus 1 und senden dann entsprechende Anzahl von Bytes aus diesem String. Und zum Schluss empfangen wir den Errorcode, den wir dann als Funktion wieder zurück übergeben. Was ich damit sagen will, ist, es muss richtig, wirklich synchron sein. Das hier ist mal, ach so, das ist eine Abbildung, das zeigt das mal aus. Mit Bellatrix einfach ein Keyboard Status abfragen, ein Keyboard Code abfragen. Das ist aus dem Tutorial. Ne? Also bei Bellatrix sieht es ja dann so aus: erstmal 0 Byte senden, damit weiß Bellatrix, aha, jetzt kommt ein Kommando, dann kommt der Kommandocode 1, heißt Status abfragen für ein Keyboard und dann sendet Bellatrix zurück den Status. Und ähnlich ist es mit dem Byte, mit dem Code, mit dem Keyboard Code. Was ich sagen will, ist, das muss natürlich auf beiden Seiten wirklich übereinstimmen. Ja, also der Code wie Bellatrix handhabt so eine Funktion, muss exakt übereinstimmen von der Choreografie mit dem, was im IOS steht. Da gibt es auch keinen doppelten Boden und kein Netz, was das auffängt. Wenn irgendeine Funktion versaut ist, wenn ich die versaut habe hier beim Programmieren oder sonst irgendwas, gibt es irgendwann Probleme. Wenn jetzt zum Beispiel Bellatrix ein Fehler drin ist in der Keyboard-Abfrage-Funktion, der sendet statt einem Byte, sendet der hier unten einen 16-Bit-Wert, also 2 Bytes, dann wird das nächste Byte schon wieder als Zeichen interpretiert und dann kommt alles irgendwie durcheinander. Ja, und dann ist es nicht mehr synchron. Also es gibt da nicht wie beim Z80-Prozessor oder sowas, so einen M1-Zyklus direkt, der durch so ein Hardware-Signal abgesichert ist dort irgendwo. Es ist halt wirklich so, dass diese Choreografie stimmen muss. Aber wenn sie dann einmal stimmt, dann stimmt sie. Ja, man muss es halt bloß wissen. Ja.